Ach, etwas Holz mitgenommen. Und, hat ihm der Tee geschmeckt? Na, Hauptsache, er hat mich reingelassen. Und, hast du dich umgeschaut? Dad lässt mich einfach nicht unbeobachtet herumstöbern, sondern schickt mich immer wieder raus. Und kaum bin ich draußen, schläft er wieder ein. Unglaublich. Ihr müsstet ihn mal schnarchen hören. Man müsste ihn irgendwie austricksen. Mensch, ich hab's! Versuch doch mal von außen durchs Fenster zu spionieren. Hey Mann, gute Idee. Werd's mal versuchen. Gibt es denn keine andere Möglichkeit, ins Zimmer zu gelangen? Zum Beispiel während er schläft. Geh doch noch mal ins Arbeitszimmer und versuch dein Glück. Was sagt sie? Du könntest ihm wieder frischen Tee anbieten und dich dabei noch mal umschauen. Komm, George, noch einen Versuch. Ja, okay. Okay, dann gucken wir mal vom Fenster erstmal aus, was der Tiki meinte. Mal gucken, ob das klappt. Hilft mir das zu spionieren? Eine Taschenlampe vielleicht? Nö. Hilft gar nichts. Dann gehen wir halt noch mal rein. Wie der pennt, ey. Das ist echt nicht. Der Türspalt ist zu klein, um irgendetwas hindurchzuschieben. Dad hat ja hier blöderweise eine Leiste angebracht. Die Leiste müsste man doch irgendwie abkriegen können. Haben wir jetzt was? Ein Schraubenzieher, stimmt. Hä? Damit vielleicht. Kaputtes Taschenmesser. Mit Öl vielleicht. Nee. Verflixt, jetzt ist er innen runtergefallen. Ist aber auch egal, die Zeitung hat ja sowieso nicht runtergepasst. Der Schlüssel steckt von innen. Verflixt, jetzt ist er innen runtergefallen. Ist aber auch egal, die Zeitung hat ja sowieso nicht runtergepasst. Was ist denn schon wieder? Nanu, wie kommt denn der Schlüssel auf den Boden? Hey Dad, wie wär's mit ein paar Sandwiches und Tee? Danke, Georgina. Ach, komm doch gerade rein und schenk mir bitte den Tee ein. Meine Tasse steht auf dem Schreibtisch. Gerne, Dad. Aber nenn mich nicht Georgina. Ich hasse das.
Der hat gesagt, warum legt denn der Schlüssel auf den Boden? Könnte man nicht von hier aus einfach den Schlüssel, einfach eine Zeitung hinlegen? Danke, meine Kleine. Und jetzt? Bitte lass das Fenster zu, Georgina. Es wird sonst zu frisch. Bitte lass das Fenster zu, Georgina. Es wird sonst zu frisch. Vielleicht irgendwas dazwischen machen oder so, damit das Fenster irgendwie aufbleibt. Öl oder was weiß ich. Hier. Immer Holz. Lass das doch bitte, das wird mir zu warm. Die Temperatur ist gerade richtig. Was dann? Bitte, du kannst wieder gehen, Georgina. Ich möchte weitermachen. Hey, du willst nur weiter pennen, du Idiot. Mann, Mann, Mann. Und? Mist, er lässt mich nicht sein Fenster öffnen. Sonst wird ihm zu kalt, sagt er. Gute Idee, das mit dem Fenster. Leg doch einfach noch Holz im Kamin nach. Wenn er sich erstmal wie in der Sauna fühlt, wird er bestimmt nicht schnell genug das Fenster öffnen können. Will er auch nicht. Er meint, das Feuer sei noch groß genug. Lasst mich mal kombinieren. Wir müssen einen Grund finden, um so einzuheizen, dass wir so schnell wie möglich das Fenster aufreißen können, ohne dass er gleich protestiert. Dazu müsste man ihn aber zuallererst zum Frösteln bringen. Man müsste irgendwas unternehmen, dass die Raumtemperatur schlagartig heruntergeht. Na toll. Wir können warten, bis das Feuer ausgeht. Und das kann dauern. Wie wäre es, wenn du das Feuer kurz und schmerzlos mit dem Tee löschen würdest? Keine schlechte Idee. Ich versuch's. Könnte Timmy uns nicht irgendwie helfen? Wie denn? Durch den Türspalt passt er auf keinen Fall. Lass dich nicht kleinkriegen, George. Was sagt die dazu? Onkel Quentin ist aber wirklich ein schwieriger Fall. Ja. Hat Onkel Quentin eigentlich immer miese Laune, wenn er nicht gerade Tee trinkt? Wer weiß. Dieser Dosenöffner. Mann, Mann, Mann. Okay, dann versuchen wir es nochmal. So ein Verrückter, dass er uns denn nicht reichen lässt. Was ist denn schon wieder? Hey Dad, wie wär's mit ein paar Sandwiches und Tee? Danke, Georgina. Komm doch gerade rein und schenk mir bitte den Tee ein. Meine Tasse steht auf dem Schreibtisch. Gerne, Dad. Aber nenn mich nicht Georgina. Ich hasse das. Jo. Erstmal den Tee nehmen und da. Der hat nichts gemerkt. Geil. Okay, wir gehen mal. Ne? Hau rein. So. Und? Mist, er lässt mich nicht sein Fenster öffnen. Sonst wird ihm zu kalt, sagt er. Gute Idee, das mit dem Fenster. Leg doch einfach noch Holz im Kamin nach. Wenn er sich erstmal wie in der Sauna fühlt, wird er bestimmt nicht schnell genug das Fenster öffnen können.
Will er auch nicht. Er meint, das Feuer sei noch groß genug. Das hatten wir doch schon, hä? Man müsste irgendwas unternehmen, dass die Raumtemperatur schlagartig heruntergeht. Na toll. Wir können warten, bis das Feuer ausgeht. Und das kann dauern. Jo. Wie wäre es, wenn du das Feuer kurz und schmerzlos mit dem Tee löschen würdest? Keine schlechte Idee. Ich versuch's. Hatte ich doch schon, hä? Naja, ich geh wohl mal nach draußen und schau mal nach. Das Fenster ist auf ist. Aber es sieht eigentlich aus, als wäre es zu. Das spürst du. Mann, das ist ja ungegründet, ne? Das ist wirklich ein schwieriger Fall. Aha, der Schlüssel steckt von innen. Oh. Was ist denn schon wieder? Hey Dad, wie wär's mit ein paar Sandwiches und Tee? Danke, Georgina. Ach, komm doch gerade rein und schenk mir bitte den Tee ein. Meine Tasse steht auf dem Schreibtisch. Gerne, Dad. Aber nenn mich nicht Georgina. Ich hasse das. Ja. Versuch mich nochmal. Hat mir doch schon. Vielleicht jetzt Holz? Gut, dass du noch etwas Holz nachlegst. Irgendwie war das Feuer erstaunlich schnell runtergebrannt. Es muss ausgegangen sein. Bisschen mehr Holz noch rein? Gut, dass du noch etwas Holz nachlegst. Irgendwie war das Feuer erstaunlich schnell runtergebrannt. Es muss ausgegangen sein. Fenster. Tja, mit dem frischen Holz wurde es doch gleich viel zu warm hier im Zimmer. So ist es angenehmer. Danke, Georgina. Ah. Perfekt. So, mal gucken, was die anderen sagen. Und? Hast du es geschafft? Alles klar, das Fenster ist offen und Dad schläft. So, was sagst du, Julian? Worauf wartest du dann noch? Soll ich durchs Fenster steigen? Nein, das mache ich lieber allein. Geht ihr schon mal vor ins Geheimversteck. Falls Dad aufwacht und wütend wird, mache ich schnell die Biege. Nein, Timmy, das muss ich wieder allein machen. Bleib du bei den anderen, hörst du? Der gute Timmy, den mag ich irgendwie. Das hast du super gemacht, George. Ja, Mann, das ist echt der echte Profi, ey. Die Profi-Let's Player, Alter. Ah. Ab da rein. Rein in die gute Stube. Hier kommt der Meisterdieb. Jetzt nur nicht den Elefanten im Porzellanladen spielen. Ganz leise. Ja, stimmt.